Wasserstoffaktien. Viele Anleger haben damit viel Geld verloren. Aber von den Regierungen, da wird das Thema ja mehr denn je vorangetrieben und inzwischen stehen da ja auch Milliarden an Investitionen im Raum. Mit anderen Worten, kommt der Wasserstoffboom jetzt doch noch und kriegen die Wasserstoffaktien jetzt eine zweite Chance? Willkommen bei Zukunftsmärkte. Viele Anleger sind ja inzwischen nur noch so mit halbem Herzen dabei. Und klar, das letzte Jahr war hart und die Erholung, die wir jetzt wieder gehabt haben, der traut man auch nicht so richtig. Aber was ja noch dazu kommt, das ist, irgendwie haben wir ja auch zurzeit nicht mehr so die großen tollen Geschichten an der Börse, wo man als Anleger sofort sagt, super, ich bin sofort dabei. So wie vor ein paar Jahren eben der große Wasserstoffhype. Die Wasserstoffaktien, die sind nach oben geschossen und die halbe Republik gefühlt hat da mitgezockt. Da hat Börse noch Spaß gemacht. Auch wenn man im Nachhinein meistens sagt, naja, hätte ich lieber mal dann investiert, als Börse weniger Spaß gemacht hat. Nel ASA zum Beispiel, die haben sich von ihrem Höchststand mehr als halbiert. Plug Power, hier haben wir sie, die sind um 76% gefallen. Ballard Power sind um 85% gefallen und über Nikola brauchen wir gar nicht reden. Es gibt sie noch, aber der Gründer sitzt inzwischen im Knast wegen Betrug. Er ist zu Fall gebracht worden vom Shortseller Hindenburg Research, der damit auch genauso heißt, übrigens wie das wasserstoffbefüllte Luftschiff, das 1937 abgestürzt ist in Lakehurst. Ob in der Geschichtswissenschaft oder an der Börse, wenn Sie Hindenburg hören, dann kommt danach meistens nichts Gutes. Das weiß man inzwischen sogar in Indien. Aber davon mal abgesehen, also auch mit Wasserstoff brauchen Sie heute natürlich den meisten Anlegern gar nicht mehr kommen. Aber das Interessante ist natürlich auf der anderen Seite, wenn man jetzt auf die Politik schaut, da ist der Wasserstoffhype ungebrochen. Oder man kann sogar sagen, es geht erst richtig los. Grüner Wasserstoff, das ist der absolute Hoffnungsträger. Man will ihn durchsetzen und man will dafür auch immens Geld in die Hand nehmen. Von der Europäischen Kommission ist zum Beispiel letztes Jahr der REPowerEU-Plan beschlossen worden. Der sieht vor, dass bis 2030 10 Millionen Tonnen grüner Wasserstoff pro Jahr innerhalb der EU produziert werden sollen und zusätzlich nochmal 10 Millionen Tonnen importiert. Dafür bräuchte man beide Male eine elektrische Leistung von 40 Gigawatt. Der Plan ist im Mai verabschiedet worden und gleichzeitig ist damals übrigens auch beschlossen worden, dass die EU ihre russischen Gasimporte bis zum Jahresende um 2/3 verringert. Das Ziel ist sogar übererfüllt worden, wie wir heute wissen. Das hat man ja bei der EU auch nicht so oft. Oder wenn Sie sich die Auslandsreisen anschauen von Olaf Scholz oder von Robert Habeck, die sind ja zurzeit auch hauptsächlich nur noch unterwegs als Wasserstoff-Chefeinkäufer. Ob jetzt in Chile oder in Namibia, wir haben jetzt überall große Wasserstoffabkommen. Mit Kanada hat man einen 6 Milliarden Dollar Liefervertrag auch abgeschlossen. Und die ganzen Länder, die sind davon natürlich jetzt auch begeistert. Chile will einen Wasserstoffexportkorridor einrichten nach Europa. Algeriens will Wasserstoffpipelines bauen nach Europa. Südafrika plant für 80 Milliarden Dollar ein Hydrogen Valley. Und in der EU, da will Spanien aufsteigen zum größten Produzenten. Und es wird jetzt auch eine Wasserstoffpipeline gebaut von Barcelona nach Marseille. Und dann gibt es natürlich noch die USA, wo man ja jetzt den Inflation Reduction Act hat. Und wenn sie da jetzt Wasserstoffproduktion hochziehen, dann können sie bis zur Hälfte von ihren Investitionen gefördert kriegen.
Und darum ist jetzt mittlerweile auch die Industrie eben auch schwer begeistert. Jeder kündigt da auch tolle Projekte an. Und das Hydrogen Council, das hat schon im September stolz verkündet, es gebe jetzt weltweit 680 Wasserstoff-Großprojekte bis 2030 mit einem Investitionsvolumen von 240 Milliarden Dollar. Und bei Goldman Sachs geht man davon aus, grüner Wasserstoff, der steht bis 2050 für 15% der kompletten globalen Energieproduktion mit einem Marktvolumen von 1 Billion Dollar pro Jahr. Hört sich ja wirklich doch nach einem großen Boom an und dass Wasserstoff jetzt durchstartet, so von 0 auf 100. Und außerdem haben wir ja natürlich auch noch China. China ist selbstverständlich der größte Wasserstoffproduzent zurzeit und es hat auch eine ambitionierte Wasserstoffstrategie. Ich habe zu dem Thema vor 2 Jahren auch schon Videos gemacht hier und nächste Woche kriegen Sie dazu von uns auch einen Zukunftsmärkte-Report. Wie ist da der aktuelle Stand in China? Wie geht China da jetzt vor? Was haben sie schon erreicht? Und auch wieder mit Einzelaktien natürlich aus dem Bereich. Zum Beispiel Weichai Power, hier auf YouTube auch gern Weichei Power genannt. Ein chinesischer Dieselmotorhersteller, der hat jetzt ein großes stationäres Brennstoffzellensystem vorgestellt und eingeweiht mit einem Wirkungsgrad von 60%. Das will man jetzt auf Megawattgrößen skalieren in Zukunft. Die Technologie ist von Ceres Power aus Großbritannien, wo sich Weichai ja auch eingekauft hat. Das und mehr im nächsten Zukunftsmärkte-Report und die Reports von uns sind gratis. Sie kriegen sie auf www.zukunfts-märkte.de. Der Link dafür ist hier auch nochmal unter dem Beitrag. Gehen jetzt die Wasserstoffaktien bald wieder durch die Decke? Der letzte Hype damals, der ist bei uns ja begleitet worden von einer öffentlichen Debatte Elektroauto oder Wasserstoffantrieb. Das war eigentlich ja noch irgendwie offen. Inzwischen hat sich das Thema aber erledigt im Großen und Ganzen. Das Elektroauto hat sich erstmal zumindest durchgesetzt, obwohl es ja auch umstritten ist. Also mir hat man ja jahrelang erzählt, zum Beispiel Heizen mit Strom, das lohnt sich überhaupt nicht. Aber Autofahren mit Strom, wobei man da ja einen tonnenschweren Batterieblock mit sich rumschleppt, das lohnt sich anscheinend schon. Nur bei Wasserstoff, da haben wir natürlich erst recht ein Effizienzproblem. Bei der Umwandlung von Strom in Wasserstoff und dann wieder zurück in Strom, da geht eben ein Großteil der Energie verloren. Und dann haben wir ja zusätzlich noch, wenn er dann auch noch aus Chile kommt oder aus Namibia oder aus Kanada, den Wahnsinnsaufwand, den dann zu komprimieren in Stahlflaschen oder runterzukühlen auf 250, minus 250 Grad oder Ammoniak draus zu machen oder was auch immer. Und wir haben ja außerdem auch nicht wirklich eine Infrastruktur dafür. Das Gasnetz, so wie es ist nicht geeignet. Man könnte das natürlich hinkriegen, aber man will ihn ja eigentlich auch gar nicht da einfach einspeisen, weil er nämlich gedacht ist jetzt für die chemische Industrie und für die Stahlindustrie und teilweise vielleicht noch für Lastwagen und Busse, das vor allem in China, aber eben nicht zum Verheizen für die Haushalte. Dafür sei er nämlich zu schade und zu teuer. Nur bei der Industrie interessanterweise, da geht man anscheinend davon aus, dass die den hohen Preis schon zahlen wird. Beziehungsweise das wird ja gar nicht groß thematisiert zurzeit, wer das denn zahlen soll. Vielleicht wird er ja auch noch jahrzehntelang hoch subventioniert. Und auch wenn es wirklich mal so sein sollte, dass wir irgendwann mal in Kanada oder Spanien und Algerien wirklich reichlich billigen Wasserstoff haben sollten, was ich erstmal nicht glaube. Aber dann stellt sich ja auch noch die Frage, wie man dann unsere Industrie daran hindern will, dass sie in genau diese Länder dann abwandert. Und darum sagen ja auch viele, die für Wasserstoff sind, man müsste ihn eigentlich hier produzieren. Aber ist das dann besser? Das ist der Primärenergieverbrauch in Deutschland 2021. Also nicht nur Strom, sondern alles.
16% davon sind abgedeckt worden mit alternativer Energie. Und das ist schon ein Riesenerfolg. Das war ja auch mit viel Aufwand verbunden. Aber die übrigen 84%, das ist alles fossile Energie oder Kernenergie, was man beides loswerden will. Aber dafür braucht man eben nochmal eine immense Ausweitung der alternativen Energieproduktion, die kaum vorstellbar ist. Aber gerade dann, wenn man Klimaziele erreichen will, da stellt sich dann ja schon die Frage, kann man sich's wirklich leisten, dass man diesen grünen Strom dann verplempert in großem Stil für Wasserstoff? Strom ist knapp in Deutschland. Wir haben nicht umsonst gerade wieder eine starke Ausweitung der Kohlestromproduktion, obwohl das ja keiner wollte. Und der Stromverbrauch wird auch noch weiter steigen. Durch Elektroautos zum Beispiel. Es gibt ein Verbrennerverbot ab 2035. Oder durch Wärmepumpen, mit denen man ja die Gas- und Ölheizungen in Zukunft ersetzen will. Machen wir das alles bis Ultimo dann mit Kohlestrom auch, nur dass wir dann sagen können, beim grünen Wasserstoff, da sind wir auch ganz vorn mit dabei. Und abgesehen davon, schon vor dem Ukraine-Krieg, da war Deutschland unter den G20-Staaten das Land, das mit Abstand die höchsten Strompreise gehabt hat. Grüner Wasserstoff wird oft missverstanden als so eine Art zusätzliche Energiequelle, die wir auch noch irgendwie nutzen sollten. Das ist es aber nicht, sondern er wird produziert mit Energie, die wir immer noch erstmal haben müssen. Und in manchen Fällen ist Wasserstoffproduktion vielleicht sinnvoll, wenn man zum Beispiel mal überschüssigen Strom hat in Windkraftwerken oder Solarkraftwerken. Aber in dem Ausmaß, in dem man sich das gerade vorstellt, da ist grüner Wasserstoff eben auch, was das Klimaschutzfortschritte wieder auffrisst, das sie kannibalisiert und es ist ökonomisch und ökologisch schon fragwürdig. Und darum wundert mich das alles auch sehr, was da gerade geplant ist. Aber ich gehe trotzdem davon aus, dass wir in absehbarer Zeit auch am Aktienmarkt wieder einen Wasserstoffhype kriegen werden. Bei so viel Euphorie und bei so viel Geld, das da jetzt rumschwirrt, da ist es nur noch eine Frage der Zeit, meiner Meinung nach, dass der Sektor nochmal hochgejubelt wird und da werden sich dann auch wieder viele dafür finden, die dann auch wieder ganz aus dem Häuschen sind, wegen dem neuen großen Wasserstoffzeitalter, The Age of Aquarius. Und ein paar Jahre später, da kann die Euphorie dann ja wieder zusammensacken, so ähnlich wie es damals auch war mit den Biokraftstoffen aus Lebensmitteln, wenn man dann merkt, naja, ganz so toll ist es ja vielleicht doch nicht. Und auch die reinen Wasserstoffaktien, die üblichen Verdächtigen, auch die könnten nochmal profitieren von dem nächsten Hype. Aber bedenken Sie auch, dass auf lange Sicht es vielleicht ganz andere Unternehmen sein könnten, die dann das Geschäft kontrollieren. Sowas wie Siemens Energy oder wie Thyssen oder die Öl- und Gaskonzerne oder die großen Versorger. Und dass es wahrscheinlich auch irgendwelche Technologieanbieter aus Fernost geben wird, die dann vielleicht günstig sind am Ende. Wie war es denn zum Beispiel mit dem Solarboom? Solarenergie ist ja wirklich eine von den ganz großen Erfolgsgeschichten, die wir gehabt haben. Aber wie viele Anleger haben denn damit wirklich Geld verdient? Es gab Pleiten ohne Ende. SolarWorld, Qcells, Conergy und so weiter. Ein unglaublicher Wettbewerbsdruck, ein Investitionsdruck. Am Ende haben die Chinesen das Ganze gewonnen, aber auch von denen sind ja viele untergegangen, weil sie so viel Kapazitäten hochgezogen haben, dass den Margendruck da auch nur ein paar überlebt haben. Boommärkte sind einfach auch Märkte, die man schwer durchschaut und wo die Unternehmen ja auch selber oft falsche Entscheidungen treffen. Und darum reicht es eben einfach nicht, wenn Ihnen hier jemand erzählt, jetzt kommt hier der nächste große Boom und eigentlich ist das Ganze sogar eher auch gefährlich, weil in den meisten solchen Phasen gibt es mehr Verlierer als Gewinner. Und ob Sie jetzt den Internet-Hype nehmen vor 20 Jahren oder den Mobilfunk-Hype damals oder Solar-Hype oder Biotechs, Fintechs, seltene Erden und so weiter. Das sind alles tolle, wichtige Branchen, wo ja auch wirklich was geschaffen worden ist für die Menschheit, aber eben auch auf Kosten von vielen, vielen Unternehmern und Anlegern, die dafür dann die Zeche bezahlt haben. Und da will man ja nicht unbedingt mit dazugehören.
Und die meisten, die in solchen Hype-Phasen Geld verdienen, das sind die, die da gar nicht wirklich dran glauben auch. Und diejenigen, die wirklich dran glauben, die sind dann leider auch oft die, die dann dran glauben müssen. Dessen ungeachtet darf ich Sie aber trotzdem nochmal erinnern an unseren nächsten Gratis-Zukunftsmärkte-Report. Tragen Sie sich noch ein dafür, wenn Sie es noch nicht gemacht haben, auf www.zukunfts-märkte.de. Der Link ist hier nochmal unter dem Beitrag. Diesmal, wie gesagt, zum chinesischen Wasserstoffsektor und auch entsprechende Einzelaktien dazu. Aber natürlich schon ein bisschen solider als das, was sonst so läuft unter Wasserstoffaktien. Versteht sich ja auch von selbst. Alles Gute Ihnen, Dankeschön fürs Zuschauen.